Schön, dass Sie da sind, Pater Klaus Mertens. Sie sind Direktor des Kollegs St. Blasien im schönen Schwarzwald. Sie sind jemand, der ja, die heißen Eisen der Kirche anpackt. Jetzt habe ich gelesen, das aktuelle heiße Eisen ist das Thema der Umgang mit Homosexuellen und deren Rechte. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Der aktuelle Stand der Dinge ist so, dass er mich nicht zufriedenstellt. Ich bin vor allem der Meinung, dass man anfangen sollte, die Frage nach der Homosexualität als Menschenrechtsfrage anzuerkennen in der katholischen Kirche. Ich nehme mal ein Beispiel: Wenn öffentliches Händchenhalten zwischen gleichgeschlechtlich Liebenden mit Gefängnisstrafe bestraft wird oder dann gar mit Todesstrafe, dann sollte sich die Kirche im Sinne eines Menschenrechtsanliegens an die vorderste Spitze der Bewegung stellen, die auch Menschenrechte für Homosexuelle einfordert. Warum ist denn das jetzt gerade jetzt Ihr Thema, wo Sie sagen, da möchte ich mich jetzt einsetzen dafür, dass da etwas weitergeht in der Kirche? Das ist jetzt nicht gerade mein Thema, sondern ich habe vor 3 Wochen, bin ich von der Taz gefragt worden, ein Interview zu führen, und die haben mich zu diesem Thema gelöchert. Ich kenne natürlich ein bisschen das Milieu, aus dem die Taz kommt, und die sind ja auch eng verbunden mit der Berliner Schwulen- und Lesbenszene. Und die haben auf Amoris Laetitia reagiert, dahingehend, dass sie fanden, dass da zu wenig zu diesem Thema steht. Und das stimmt ja auch. Und das hat ja auch seine Gründe. Und dazu haben die mich gefragt. Und dann habe ich ihm geantwortet. Und dadurch ist jetzt auch eine hohe Öffentlichkeit entstanden, die ich aber durchaus begrüße. Und Sie haben wieder einen Stein ins Rollen gebracht. Ist es so, ja? Weiß ich nicht. Glauben Sie, dass Sie damit vielleicht auch wieder etwas auslösen? Also, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich möchte wirklich auslösen, dass die Frage nach der Homosexualität in der katholischen Kirche als eine Menschenrechtsfrage angenommen wird. Es geht nicht zunächst einmal nicht um diese Fragen, wie, ich habe ja Verständnis dafür, wenn man in Afrika oder in den osteuropäischen Ländern beim Thema Ehe für alle seine Schwierigkeiten hat. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob es sich hier wirklich um eine Menschenrechtsfrage im strengsten Sinne des Wortes handelt, aber zum Beispiel das Lebensrecht von Homosexuellen einfordern und sich das einzuklagen gegenüber gesellschaftlichen Gesellschaften und Kulturen, die es eben verneinen und mit Todesstrafe drohen und Gefängnisstrafe. Ich finde, da könnte sich die katholische Kirche mal einsetzen, weil da ist es wirklich, geht es um das zentrale Frage des Lebensrechts. Und auch da schweigt die Kirche, die sich ja sonst erfreulicherweise in Fragen der Menschenrechte zu Wort meldet. Und das wäre für mich mal ein erster Schritt, um das ganze Thema aus dem Tabu auch herauszuholen. Wie viele Katholikentage meinen Sie, wird es noch brauchen, um das Thema aus dem Tabu, aus der Tabuzone zu holen? Ja, in Deutschland ist es ja aus dem Tabu raus. Die entscheidende Frage ist, kommt es im Vatikan raus? Mhm. Ich nenne mal ein Beispiel für das Tabu. In der vorletzten Familiensynode hat Papst Franziskus ein befreundetes Ehepaar eingeladen aus Australien, die 4 Kinder haben. Alle 4 Kinder inzwischen verheiratet. Sie sind Großeltern beide. Und der jüngste Sohn lebt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Und dann haben die Eltern, die eingeladen wurden, über ihre Familiensituation zu sprechen, gesagt, selbstverständlich gehört der Partner unseres Sohnes zu unserer Familie. Und dann gab es danach Kritik. Und zwar nicht an dieser Aussage inhaltlich, sondern daran, dass es der Synode zugemutet wurde, sich das überhaupt anzuhören. Das war eine Kritik letztlich an Papst Franziskus, dass er das Thema gesetzt hat durch die Einladung dieses Ehepaars. Und das ist im strengen Sinne des Wortes ein Tabu. Man darf nicht einmal darüber sprechen, ohne sich einer Gefährdung auszusetzen. Und das geht nicht. So geht es nicht weiter. Also das Tabu muss noch gebrochen werden in Rom, in der Kurie, in anderen Gesellschaften. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es, kann man ja darüber sprechen. Sie sind ja wirklich ein Tabubrecher. Sie sind ja auch berühmt und bekannt geworden, Pater Mertens, dadurch, dass Sie auch die Missbrauchskandale der Kirche ein Stück weit ins Rollen und in die Öffentlichkeit gebracht haben. Wie geht es Ihnen jetzt damit nach dieser längeren Zeit schon? Was hat sich jetzt in der Zwischenzeit getan? Ja, es hat sich unglaublich viel getan. Also als ich damals diesen Brief an ehemalige Schüler schrieb, hätte ich ja mir nicht träumen lassen. Wann war das? Das war im Januar 2010. Als Reaktion auf Informationen, die mir zugetragen wurden von ehemaligen Schülern, die glaubwürdig waren, dass allein bei einem Pater aus den 70er, 80er Jahren damit zu rechnen war, dass es über 100 Opfer gibt. Und da ist mir einiges bewusst geworden, was ich so bisher noch nicht gesehen hatte. Und dann habe ich ihm diesen Brief geschrieben, ohne zu ahnen, dass es eine solche Bugwelle auslösen würde. Die hat dann aber allerdings wirklich sehr, sehr viel bewirkt. Ich glaube, dass es
keine Institution in Deutschland gibt, die das Thema des Missbrauchs auch als Institution so ernst genommen hat wie die katholische Kirche. Die allermeisten Aufklärungsberichte kommen aus kirchlichen Institutionen. In der Präventionsarbeit haben wir die Nase vorn, das ist für mich keine Frage. Das alles bedeutet aber nicht, dass schon alles in Ordnung ist. Es gibt auch immer noch wieder Kräfte, die sich gegen die Aufklärung stemmen und das Thema weghaben wollen. Und insofern bleibt es auch weiterhin eine Auseinandersetzung. Das heißt, Sie sind noch nicht zufrieden. Was wäre denn noch zu tun? Was ist der nächste Schritt? Also ich habe auch nicht das Ziel, zufrieden zu sein. Und ich bin auch nicht derjenige, der am Ende dem das Urteil zusteht. Also das eine ist, ich glaube, die Kirche und auch die Gesellschaft insgesamt muss akzeptieren, dass es Gewalt gegen Kinder und auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Schutzbefohlene ein ständiges Thema ist, das ständige Wachsamkeit erfordert. Also es muss diese Haltung, dass bei dem Thema jetzt irgendwann Schluss sein muss, mit dieser Haltung muss Schluss sein. Also das würde mich schon mal zufriedenstellen. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, an dem ich noch dran bin. Es ist ja nicht nur die Missbrauchstat des Täters gegenüber dem Opfer, die das Problem ist, sondern auch die Tatsache, dass es dann von Verantwortlichen, als sie es wussten, vertuscht worden ist oder unangemessen darauf reagiert worden ist, also mehr im Sinne des Täterschutzes als sozusagen des Opferschutzes. Und das wirft tiefe Fragen auf hinsichtlich folgenden Punktes, der mir wichtig ist: Was müssen wir bei uns ändern, um noch besser verstehen und zuhören zu können, wenn Opfer sprechen? Und da geht es auch darum, Sprachlosigkeiten zu überwinden. Das fängt ja schon bei den Opfern selbst an. Ich nehme nur ein Beispiel. Wenn das Thema Sexualität verbunden ist mit einem ganz, ganz massiven Schulddruck, sodass Kinder und Jugendlichen, denen so etwas widerfährt, sich als Todsünder fühlen, dann drückt die das schon ins Schweigen von Anfang an, wegen also des Ausmaßes der Schamgefühle. Wir müssen uns also fragen, wie sprechen wir über diese Dinge in der Religionspädagogik? Wie nehmen wir den Kindern die Angst vor dem Sprechen über Sexualität weg, die auch ihre spezifisch katholischen Aspekte hat? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, Kinder, die an ihre Eltern gegangen sind und versucht haben zu sprechen, haben dann gehört, sowas tut ein Priester nicht, halt die Klappe. Und das führt ja zu der Frage: Wie können wir in der Pädagogik, aber auch überhaupt in der katholischen Kirche lernen, Formen von Kritik auch von Priestern, von geweihten Personen zu ermöglichen und zuzulassen und hier das freie Wort eben auch Betroffenen eben dadurch zu ermöglichen. Das erhöht den Schutz. Ist das für Sie so, weil heute das Thema auch Zukunft von Kirche und Glaube ist, der erste Schritt, dass wir miteinander reden, egal was uns umtreibt, was uns Sorgen macht, um auch damit der Kirche eine Chance zu geben, transparenter zu werden und damit glaubwürdiger? Ich sage immer, wenn man Dinge nur deswegen macht, um glaubwürdig zu werden, wird man nicht glaubwürdig. Also wenn Papst Franziskus den Gefangenen, Jugendlichen nur deswegen die Füße waschen würde, damit die Kirche glaubwürdiger würde, würde das nicht glaubwürdig sein. Also er muss es wirklich wollen und er muss es wirklich als Dienst erleben und es muss ihm ein Herzensanliegen sein. Und genauso muss der Opferschutz der Kirche ein Anliegen sein. Und für den Opferschutz ist es ganz wichtig, transparente Verfahren zum Beispiel, transparente Beschwerdeverfahren, Bereitschaft zuzuhören, ohne sofort abzuwehren. Es geht um die Opfer. Und dann ist die Frucht des Ganzen vielleicht auch nochmal die Stärkung der Glaubwürdigkeit. Aber wenn man das alles nur tut, um glaubwürdig zu werden, dann wird man nicht glaubwürdig. Das spüren die Leute und wenden sich ab. Sie sind ja jetzt in St. Blasien, Direktor des Kollegs. Was sagen Sie den jungen Menschen, die dort sind und zur Ausbildung sind, in die Schule gehen, damit die auch ein glaubwürdiges Bild von Kirche haben und von Zukunft von Kirche? Ich zeige ihnen meine Liebe zur Kirche und warum ich gerne katholisch bin. Und dann sind sie frei, sich davon anstecken zu lassen oder nicht. Und warum sind Sie gerne katholisch? Warum bin ich gerne katholisch? Ich verdanke der Kirche meinen Glauben. Ich verdanke der Kirche das Evangelium, das hängt ja damit zusammen. Ich verdanke der Kirche die Erfahrung, mit Menschen zusammenleben zu dürfen, für die Frage nach Gott eben tatsächlich eine Frage ist. Ich verdanke der Kirche Menschen, die mir zuhören, wenn ich von meinen Erfahrungen mit Gott spreche und die nicht einfach sagen, du spinnst. Ich verdanke der Kirche die Gesänge, Gebete, die Liebe zur Liturgie, eine Lebensordnung. Ich verdanke der Kirche unglaublich viel und ohne die Kirche, ich weiß nicht, was ich wäre ohne die Kirche.
Und das predige ich jetzt den anderen nicht, damit sie das genauso erleben wie ich, sondern ich lebe es. Und dann, ich finde, Glaube muss sich verbreiten durch das Modell des Ansteckens. Strategisches Sprechen führt nicht zum Erfolg. Und wer nur anstecken will, um anzustecken, steckt nicht an. Das heißt, wenn man etwas liebt, darf man auch kritisch sein und vor allem ehrlich sein. Also wenn man die Kirche so sehr liebt, wie Sie das eben beschrieben haben. Ja, das ist ganz entscheidend. Das ist ja auch mutig, also finde ich. Ja, aber das steht ja im Evangelium schon. Also ich finde immer, Jesus war gegenüber religiösen Autoritäten seiner Zeit kein gehorsamer Mensch. Was aber nicht im geringsten bedeutet, dass er ein niedriges Verständnis oder ein abwertendes Verständnis seiner eigenen religiösen Tradition, also der Tora oder der religiösen Autoritäten seiner Zeit hatte. Vom Vorbild Jesu her finde ich es ganz eindeutig, dass die Offenheit für Kritik auch von religiösen Autoritäten hinzugehört. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der echte, lebendige Glauben beginnt damit, dass ich merke, dass all das, was ich bisher gedacht habe, vielleicht gar nicht so stimmen könnte. Dass ich also anfange umzudenken, also Metanoia wäre der Begriff. Und wir übernehmen Christentum und Glaubensaussagen zu schnell als unhinterfragte Gewohnheiten und dadurch werden sie nicht lebendig, dadurch bleiben sie Schablonen. Ich kann ja durch kritisches Nachdenken am Ende zu der Erkenntnis kommen, dass die Schablone, die ich gelernt habe, auch mit Leben erfüllt werden kann. Aber wenn ich erst gar nicht anfange, darüber nachzudenken, dann bleibt es eine Schablone. Die Umkehr, das ist ja auch das vielleicht, was Sie versuchen zu bewegen in der katholischen Kirche. Was wünschen Sie sich denn, wenn Sie auf das Motto des Katholikentages schauen, seht, da ist der Mensch, um Zukunft von Kirche zu ermöglichen? Ich finde, Papst Franziskus lebt das wunderbar vor. Ich bin da ganz begeistert. Seht, da ist der Mensch. Schönes Beispiel ist, wohin gehe ich? Gehe ich, wie soll ich sagen, in die Steigenberger Hotels dieser Welt oder übernachte ich in Lampedusa bei den Flüchtlingen? Kirche bei den Menschen bedeutet eben nicht einfach nur Kirche für die Menschen, sondern sich überhaupt in die Nähe von Menschen zu begeben und ihnen zuzuhören, das Leben mit ihnen zu teilen. Und das macht dann zugleich das Leben der Menschen sichtbar. Aber auch da gilt wieder, wenn man es nur deswegen macht, um es sichtbar zu machen, hat man keine Beziehung zu den Menschen. Also man muss eben wirklich diese Liebe zu den Menschen, zu den Armen haben und sich in ihre Nähe begeben wollen, weil diese Nähe in sich eben einen Wert hat. Und dann wird es auch sichtbar. Vielen Dank für das beeindruckende Gespräch, Pater Klaus Mertens, Direktor des Kolleg St. Blasien. Ich wünsche noch einen schönen Katholikentag. Wo geht's denn jetzt hin als nächstes? Ich werde mich mit meiner Schwägerin treffen. Schön. Ein Gespräch, ich wünsche, dass es ein schönes Gespräch wird. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Gleich geht's weiter beim Stand von katholisch.de, vom Katholikentag aus Leipzig. Danke sehr.